Von der Koordinatenform in die Parameterform umwandeln müssen wir Ebenen bei der Vektorrechnung gerne mal, wenn wir die Schnittgerade zwischen zwei Ebenen bestimmen wollen, wobei beide Ebenen in der Koordinatenform gegeben sind. Dieses hier ist erstmal die Koordinatenform der einen Ebene, die wir gleich umwandeln wollen. Und die lautet 2x plus 4y plus 3z gleich 3. Wenn wir jetzt die Parameterform bestimmen wollen, dann gibt es erstmal die Möglichkeit, die Schnittpunkte mit den Achsen zu berechnen, sx, sy und sz. Man nennt die auch manchmal sx1, sx2, sx3. Ja? Für x, y und z kann es auch sein, dass mal x1, x2 und x3 genommen werden. Dann ist das aber genauso wie hier, nur mit anderen Buchstaben. Oder, na, das wäre die eine Möglichkeit, und dann aus drei Punkten eine Parametergleichung nach der Arbaska-Formel zu machen. Und das andere wäre, wir hätten hier ja den normalen Vektor 2, 4, 3. Und dafür bräuchten wir einen Vektor, der senkrecht steht. Das heißt, das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren soll 0 sein dann. Und dann müssen wir auch noch mal einen haben, dass 2, 4, 3 mal irgendein Vektor muss auch noch mal gleich 3 geben. Und dieses Verfahren hier müssen wir zweimal machen. So, jetzt kann man schon erkennen, dass ich ein Fan davon bin, dieses hier zu machen. Wobei ich da jetzt auch tatsächlich durch einen Schüler drauf gebracht worden bin. Vielen Dank nochmal dafür. Wir können nämlich die Schnittpunkte, den Schnittpunkt mit der x-Achse, der hat ja nur eine x-Koordinate. Der Schnittpunkt mit der y-Achse hat nur eine y-Koordinate und der Schnittpunkt mit der z-Achse hat nur eine z-Koordinate. Man kann sich auch merken, dass man hier immer so Dreiecke quasi, ne? Oder man merkt sich, dass dieses hier freigelassen wird. Wie komme ich jetzt zum Schnittpunkt mit der x-Achse? Da ist es auch so, dass man hier diese 2 durch diese 3 teilt, beziehungsweise ist da der Trick, dass man die Zahl nimmt, die hier steht, und sie durch die 2 teilt. Warum ist das so? Das wollen wir jetzt auch noch mal kurz sehen. Wir haben ja y und z gleich 0 festgelegt. Naja, dann fallen natürlich 4y und 3z weg, wenn ich für y und z 0 einsetze. Dann bleibt da stehen 2x gleich 3. Das will ich mal hier drüben hinschreiben. Das sind nämlich Sachen, die man erstmal sich ruhig hinschreiben kann, um sie dann hinterher auch im Kopf zu beherrschen. Wenn ich das Ganze jetzt nach x umformen will, dann teile ich ja jetzt in diesem Fall durch die 2. Gerade eben habe ich gesagt, ich teile durch die 3, ist aber durch die 2. Deswegen ist es sinnvoll, dass ich am Anfang nochmal hinzuschreiben. X ist also 3 halbe. Gut, diese 3 halbe wird hier eingesetzt. Das Verfahren kann ich natürlich jetzt auch mit y und mit z machen. Für y und z werde ich allerdings noch eine andere Variante anbieten jetzt hier. Und zwar kann ich auch erstmal aus dieser Koordinatenform eine Achsenabschnittsform machen. Eine Achsenabschnittsform zeichnet sich dadurch aus, dass diese Zahl, die hier steht, alleine in allgemeinen Form ax plus by plus cz gleich d, also das d. Wir teilen dann durch das d, damit dieses d eine 1 wird. Das zeichnet nämlich die Achsenabschnittsform aus. Dann steht da eine 1 und hier steht 2 Drittel x plus 4 Drittel y plus 3 Drittel z ist 1z. Ist gleich 1. Ja, kann man sich hoffentlich hier noch vorstellen. Und jetzt können wir sehen, dass hier 2 Drittel steht. Und hier steht 3 halbe. Das bedeutet, wir können auch in die Achsenabschnittsform umwandeln und dann lesen wir einfach die Brüche, die hier vor den als Koeffizienten sich vor den x und y und z befinden und bilden daraus den Kehrwert. Das heißt, aus 4 Drittel wird hier 3 Viertel und aus 1 bleibt 1. Das ist ein Sonderfall. 3 Drittel umgedreht ist auch immer noch 3 Drittel, 1 hat den Kehrwert 1. Gut, daraus können wir jetzt mit der Ebenenform hier e Doppelpunkt x Vektor ist gleich, dann nehmen wir den ersten gleich als Ortsvektor, 3 halbe 0, 0 plus r mal, und jetzt gibt es noch wieder eine Sache, wir rechnen ja immer dann den zweiten minus den ersten. Das heißt, diese minus 3 halbe entstehen dadurch, dass wir 0 minus 3 halbe rechnen. Wir können aber auch das rechnen lassen und uns einfach merken, dass wir diese 3 halbe dann hier drüben hinschreiben und ein umgekehrtes Vorzeichen hinschreiben. Denn wenn hier minus 3 halbe rausgekommen wäre, dann wäre hier plus 3 halbe entstanden. Die andere Zahl, die von dem anderen Punkt kommt, die ist dann immer positiv. Und genauso werde ich das jetzt auch hier mal machen. Hier steht nämlich dann minus 3 halbe, genau aus dem gleichen Grund wie gerade eben. Die 0 bei y bleibt und hier steht eine 1.
Ja, 1 minus 0. Man kann natürlich auch 0 minus 3 halbe, 0 minus 0 und 1 minus 0 rechnen, kommt auch dieser Vektor raus. Dieses hier wäre jetzt, finde ich, relativ schnell. Ich habe natürlich jetzt hier was erklärt dabei. Dieses hier, ja, da will ich jetzt mal, da kommt auch übrigens eine ganz andere Ebene raus, deswegen kann ich die hier schon mal abwischen, weil das wollen wir nicht vergleichen nachher. Und auch die Ebene in Achsenabschnittsform brauche ich nicht mehr, denn die wäre kontraproduktiv bei diesem Verfahren. Das heißt, ich muss auch hier, habe ich ja gesagt, wir wollen das zweimal machen, also 2, 4, 3 mal zack, zack ist gleich 0. Die kann man sich auch relativ schnell zusammentröten, hätte ich beinahe gesagt. Man nimmt diesen hier zum Beispiel mal 2, diesen hier mal 1 und hier eine 0. 2 mal 2 ist 4, 4 mal minus 1 ist minus 4 und dementsprechend heben sie sich dann im Skalarprodukt auf. Wir rechnen ja hier bei 2 mal 2 plus 4 mal minus 1 plus 3 mal 0 ist tatsächlich gleich 0. 4 minus 4 plus 0 ist gleich 0, weil 4 minus 4 0 ist. Das kann man dann im Kopf machen. Ich habe es jetzt hier nochmal aufgeschrieben, damit man es auch im Kopf tatsächlich nochmal rechnen kann. Wie kann man allerdings hierbei vorgehen, standardisiert? Man kann zum Beispiel dem einen, der 2 zum Beispiel, gebe ich die Zahl, die hier unten steht. Die zweite x ich aus und die dritte, die ja maßgeblich beteiligt war an dem Entstehen dieser hier, die multipliziere ich mit der Zahl, die negativ gemacht wird. 2 mal 3 plus 3 mal minus 2 ergibt sich dann, wenn das jetzt gerade eben ein bisschen knödelig gesprochen war. Wichtig ist nur, dass wir bei diesem Verfahren die 0 wandern lassen. Das heißt, sie darf nicht zweimal in der gleichen Koordinate auftauchen. So, wie machen wir das hier? Hier versuchen wir es so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, wir können uns zwei Nullen aussuchen. Und das Einfachste wäre hier, um auf die 3 zu kommen, die 3 mit der 1 mal zu nehmen. Wie lautet jetzt aber die Ebene? E-Doppelpunkt x-Vektor ist gleich, das hier ist der Ortsvektor. Das muss man sich merken. Ortsvektor. Deswegen hier muss man sich ein bisschen mehr merken. Dieses hier ist dann der erste Richtungsvektor, RV1, und dieses hier ist RV2. Das bedeutet, ich kann jetzt hier 0, 0, 1 plus R mal 2 minus 1, 0 plus S mal, das ist eine schöne 0, 3, 0 minus 2 hinschreiben und habe dann eigentlich ja schon gewonnen. Jetzt kann jeder entscheiden, was er davon schöner findet oder sie und darf mir davon auch berichten.